wir haben echt professionelle, die verantwortlichen Leute zur Kasse zu bitten. Die haben starke Leute und alle ganzen Politiker. Wir haben jetzt wieder die Kosten auf und machen uns die Opfer aus. Die haben ihren Posten gesichert wieder, weil die sich eingelistet haben in das System. Hier kannst du Dreier reinmachen und hier an der Schulter. Die alte 80 Punkte. Ist eine Frau wichtig. Kennst du die? Und dann sehen. Sieh doch, was ist denn hier? Was? Die haben aufgenommen gestern. Was nützen wir die? Die Okkupanten haben Samenstau. Es gibt einfache Zahlen. Irgendwie bei Venezuela. Da hat der Innenminister Ulbricht, hat mir gesagt, wir haben 3.900 Gefangene. Schätzen Sie mal, wie viel Prozent davon Flüchtlinge und Ausländer sind. Ich gebe Ihnen jetzt die Zahl von Sachsen. Es sind 9. Gucken Sie mich bitte an, wenn ich mit Ihnen rede. Es gibt in Sachsen, kein Problem. Es gibt in Sachsen 89 ausländische Bürger, das sind 130 Polen, 120 sind aus Tschechien, aber 340 aus nordafrikanischen Ländern. So. Und wir haben einen Anteil in Sachsen, wie viel haben wir einen Anteil von Sachsen? Ungefähr 5%. Wieso sitzen 40% dann Ausländer? Weil Ausländer von 5%. Die ganze Zeit werden Lügen berichtet. MDR. Das soll ich tolerieren? Wir haben keine Kultur, außer Messerstecherei. Ich will nicht dorthin, sondern die kommen hierher. Und die haben es hier zu akzeptieren. Ich war in Südafrika, in Tunesien, in Marokko, in Ägypten, in Türkei. Ja, da wäre ich angemacht. Ja. Ich habe keinen einzigen Schwarzen erlebt, der mir Die kommen nicht rein. In Berlin in den Görlitzer Park, da haben sie nur Drogendealer, die schwarz aussehen. Die bösen Deutschen kamen doch auch mal. Und dann haben wir die ganzen Nordafrikaner. Was sind denn das? Die haben noch nicht mal angefangen. Die haben noch nicht mal angefangen. Durch die Mangel gedreht. Kann man doch nicht sein. Sie haben ja gar keine Meinung. Also nee. Das ist schon schlimm manchmal. Das ist alles.